Zenz wurde geboren, wuchs auf, pubertierte, ja, reifte zum Manne, wurde älter und älter, gescheiter und gescheiter, und nun ist er alt und weise. Ich bin am Land aufgewachsen, hatte von meinem Großvater zu meinem ersten Geburtstag einen riesigen Bernhardiner geschenkt bekommen. Und wir haben damals schon zum Teil in Wien im 7. Bezirk gewohnt, und als dann die Bombenangriffe immer heftiger waren, ist meine Mutter halt dann immer wieder mit mir gependelt, da hinaus nach Himberg. Ich bin also in diesen Hof hineingegangen des Hauses und habe also scheinbar die Großmutter oder den Großvater gesucht, und auf einmal hörte ich hinter mir noch ein Schnaufen, und dann ist der Barry, wie sollte ein Bernhardiner auch sonst heißen, mir von hinten mit beiden Vorderpfoten auf die Schultern gesprungen, um mich zu begrüßen. Durch die Heftigkeit dieser Begrüßung habe ich mir also beide Beine gebrochen. Mein Großvater hat mich dann mit einem Pferdewagen ins AKH geführt, und dort wurde ich also aufgenommen. Und meine Mutter ist mich halt dann immer besuchen gekommen und hat also immer gefragt, was ich mir denn wünsche und so. Es war ja eh nichts mehr zu haben um diese Zeit. Und da kam immer nur der eine Wunsch, ein Bi. Und sie haben also dann lang gebraucht, was ein Bi ist, bis ich herausgefunden habe, also ich meine einen Bleistift. Und dann gab man mir also Papier und einen Block und den heiß begehrten Bi. Und damit war ich also sichtlich tagelang beschäftigt. Wenn man über eine Plastik redet, ob sie jetzt fertig ist oder ein Torso, sollte man sie nicht nur nach der Erscheinungsform beurteilen, wie sie jetzt einem vorkommt, sondern auch nach dem Bildhauer, der sie gemacht hat. Und das war mein Vater. Der war nach außen hin sehr, sehr hart. Aber nur nach außen hin, wer ihn nicht kannte. In Wirklichkeit hat er also mich hint und vorn gefördert. Wie er mich ausgehalten hat, das weiß ich nicht, weil ich war kein Schüler, sondern eine Katastrophe. Seit meinem 4. Lebensjahr hat er mich jeden Sonntag entweder in ein Museum oder sonst wohin, sogar meinen Fußballplatz hat er es probiert, geschleppt. Und es stand eigentlich nie zur Debatte, ob wir jetzt ins Museum gehen oder ob wir nicht ins Museum gehen, sondern es stand immer nur zur Debatte, in welches Museum wir gehen. Ja, und die Frage also, Herr Sohn, Herr Sohn, was gedenken Sie denn jetzt zu studieren? Und da habe ich gesagt, naja, am liebsten würde ich zum Theater gehen, wie es in Wien so schön heißt. Aber das Malen würde mich auch interessieren. Und am Schillerplatz hat es also wirklich am ersten Anlauf geklappt. An dieser absolvierte in 8 Semestern das Lehramt für bildnerische Erziehung, Werkerziehung und Geschichte. Danach das Diplom für Malerei. Er arbeitet tagsüber als Erzieher und Zeichenlehrer. Nachts und an den Wochenenden malt und zeichnet er.
Am besten unter Zeitdruck, daher rasch und in extremer Bewegung, die stets den ganzen Körper erfasst. Und mit der Musik von Bruckner oder Schubert, das reinste Heroin, sagt er. Bei meinem Vater hat ein Blick genügt. Der hieß dann das ja und das nicht. Also zum Beispiel völlig überraschend bei meiner ersten Ausstellung, die da gleich in der Nähe von dem Atelier hier war, ich wusste es gar nicht, ist er plötzlich aufgetaucht zur Eröffnung. War 10 Minuten da, hat sich das angeschaut, hat gesagt, ja, ist recht ordentlich und ist wieder gegangen. Das war's dann. Das war aber das Schönste von dem ganzen Abend. Was soll ich sagen? Er ist natürlich auch ein Rücksichtsloser, weil er Enormes fordert von sich selber und von seiner Umwelt. Nicht zuletzt von Gerda, seiner Frau, die in dieser Weise sicherlich eine ganz wesentliche Rolle zu spielen hat. Also wenn ich mich erinnere, wie wir uns kennengelernt haben, dann war das ja eine Party, wo ich einen Chopin-Walzer gespielt habe und eine Revolutionsetüde. Und er hat daraufhin mich angesprochen und hat eben von seiner Kunst gesprochen und seinen Themen. Und da war schon in den Themen drinnen der Tod. Auch dann das erste Mal zu Weihnachten oder zu Silvester war immer: Wer weiß, werde ich noch so lange sein. Man muss wissen, dass der Herwig, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, vor vielen Jahren als Junger einen Herzinfarkt hatte. Zu einem Zeitpunkt, wo man das also überhaupt nicht damit rechnet. Ich dachte nur, ich hätte irgendwas Schlechtes gegessen und es war auch sehr heiß damals und bin dann noch bis Saloniki gefahren. Der Herwig sagt ja nie etwas, er hat auch da nichts gesagt, aber ich habe gespürt, es geht ihm nicht gut, es muss irgendetwas sein, was da passiert, was wir beide nicht erkennen können im Augenblick. Und dann war etwas, was meine Frau stutzig gemacht hat, das war das erste Mal, wo ich am Abend keine Zigarette geraucht habe. Ich war damals ein extrem starker Raucher und an dem Abend hat man also nicht einmal mehr eine Zigarette geschmeckt. Und am nächsten Tag hat man dann eh schon gewusst, was passiert war. Also erzählt, dass er so ganz eigene Zustände erlebt hat damit. Aber es war eine bedeutende Zäsur und von Vergessen ist überhaupt keine Rede. Also das heißt wirklich, es ist wie ein Pfahl, sozusagen, der eingeschlagen wird ins Leben und sagt, erkenne, das ist, das wird zu Ende sein. Und das ist nicht so, nur so dahergesprochen, sondern es ist so. Wir haben einmal gesagt, wie wir uns eben kennengelernt haben und dann, wie wir verheiratet waren, war unser gemeinsamer Wunsch, hat er immer gesagt, wir werden einmal gemeinsam fliegen und der Sonne entgegenfliegen und gemeinsam abstürzen. Als ich nach diesem krankheitsbedingten längeren Aufenthalt von Griechenland wieder zurückgekommen bin nach Wien, war ja am Anfang nicht berufsmäßig nicht sehr einsetzbar und habe also sehr viel Zeit in meinem damals alten Atelier noch herumgegrabbelt. Und durch einen Zufall fiel mir eines Tages so ein Kupferstreifen in die Hand und
Ich weiß es bis heute nicht mehr. Plötzlich habe ich draufgeschrieben Seite 1 und habe begonnen, irgendwelche Notizen, die den Tag betreffen, da hineinzukratzen. Das heißt, Zenz schreibt das auf, was ihm nachträglich wichtig war. Er hat sozusagen sein Leben geordnet. Es müssen aber nicht immer Erfolgsmeldungen sein, da stehen also auch andere Dinge drinnen, es geht nichts weiter oder ich komme durch die Akademie zu keiner Arbeit oder manchmal vergesse ich auch, dass das ja andere Leute auch lesen und dann sind oft ganz, nicht sehr schmeichelhafte Bemerkungen über Zeitgenossen drinnen, die das dann nicht alle immer lustig finden. Es ist auch Hintergrund, den er versucht auch mit Bildern darzustellen. Deswegen sind es ja nicht nur Wörter, die wir hier finden, sondern das sind Bilder, das sind Radierungen im weitesten Sinn. Und wer hier wirklich sehend und lesend durchgeht, stellt fest, wie sehr das Leben uns lebt. Wie viele dieser Daten, die er hier festhält, aus freiem Willen, aus freiem Stücken fremdbestimmt sind. Den musste ich treffen, das musste ich tun, das konnte ich nicht vermeiden. Aber ich würde diese Eintragung gar nicht brauchen, weil ich lebe jeden Tag mit ihm und ich sehe, wie er am Abend nach Hause kommt und habe dann ohne dies meine Sorgen und Ängste und Gedanken, wie man das ändern könnte und finde keine Lösung. Du hast eine Zeitgeschichte radiererisch festgehalten. So einen Wahnsinnigen gibt es kein zweites Mal. Ich weiß nicht, wer sowas jemals gemacht hat. Vielleicht ist die Schule überhaupt nur eine gesellschaftlich eingezogene, bewusste Schmerzgrenze und vielleicht hat sie diese Funktion. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ob das gar nicht so schlecht ist, wenn Schule wehtut. Die archaische Periode 600 bis 500, dann jenen Bereich, den man als die ich finde es ja völlig blödsinnig, zum Beispiel zu sagen, dass Schule immer Spaß machen muss. Das ist ja ganz, ganz dumm. Okay. Ja. Okay. Na, das weiß ich. Auch wenn ich mich jetzt in die Nesseln setze, was macht, ist eine gewisse Schmerzerfahrung, dass man halt auf gewisse Dinge verzichtet und dass nicht alles immer alles lustig ist, sollte meiner Meinung nach durchaus auch ein Teil der Erziehung sein. Sowohl in der Schule als auch im außerschulischen Bereich. Weil je mehr ich das wegnehme, desto hilfloser werden ja die Leute. Der Schüler oder auch natürlich die Schülerin muss merken, der mag mich. Der mag mich, der nimmt mich so, wie ich bin. Thank you.
Und da kommt jetzt immer wieder die Bestätigung von Leuten zurück, die schon 40 sind oder noch älter. Oder ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich sehr gefreut, wie der Thomas Maurer da, ich glaube in einem Leporello oder was weiß ich, wo er erzählt hat, also über seine Entwicklung als Kabarettist und so, als Satz dazwischen kam. Also, ja, und irgendwas habe ich auch gern von meinem Zeichenlehrer und so. Also, das sind so die Brosamen, von denen die Lehrer halt leben. Es gibt keinen schöneren Beruf als den Lehrberuf. Wirklich, es gibt keinen. Sie brauchen 10% Fachwissen und 90% Schauspielkunst. Ehrwürdige Exzellenz, haben zu befehlen geruhet, dass mein Freund, Herr Brofton, mit der Expedition, die nach Oahu ausgerüstet wird, als Naturforscher mitgehe. Du wirst mich für einen närrischen Träumer halten, aber es ist nicht anders. Deutlich stehe ich in meiner Seele, dass mich in Oahu das große Glück oder unvermeidliches Verderben erwartet. Dein treuerster, etc. Also wird das jetzt nur noch farbig gemacht oder wird da noch... Nein, da kommt jetzt noch aktiv. Die Frage ist sehr gescheit. Da kommt jetzt noch eine gewisse Zeit lang, liegen da Kohlestifte und sonst was herum. Ja, eine Zeit lang wird noch zeichnet. Ja, so. Und dann taucht das erste Mal eine Farbe auf. Das kann durchaus sein, dass ich einen ganz anderen Bild male und es ist noch eine Farbe in den Pinsel drin und sagt, so, ja, passt ja die da her. Ne? Und so weiter. Kunst hat ja bekanntlich nicht, wie die Leute immer glauben, mit Können und Begabung oder dergleichen zu tun. Das mag sehr schön sein und ist bestimmt für einige Künstler, die das hatten, bestimmt sehr angenehm gewesen, sondern das hat ja mit Müssen zu tun.